Lass mal sehen, was habt ihr denn? Vielleicht erstmal Alex. Die Zukunft habe ich. Mhm. Google macht Passkeys. Und das hat mich extrem gefreut. Also für den normalen Google-Account. Wenn du hier mit deinem Workgroup-Account ankommst, dann bist du weiter, sitzt du auf der Auswechselbank immer noch. Aber der normale Google-Account kann jetzt in den meisten Fällen wahrscheinlich erstmal Passkeys schon. Das ist fantastisch, weil Passwörter sind ja ein Graus, wie wir alle gelernt haben. Und ja, man kann sich da ein Schlüsselpärchen erzeugen lassen. Und geht recht simpel am iPhone. Du musst am iPhone, wenn du iPhone-Nutzer bist, betone ich hier mal, muss der iCloud-Schlüsselbund aktiviert sein, weil sie sich darüber synken. Und du musst natürlich auch die zweifache Authentifizierung auf deinem Apple-ID haben, damit das Ganze funktioniert. Aber ansonsten kannst du da einfach, also es sollte ohnehin, nicht wahr, Standard sein. Und dann kannst du zu Google gehen und dann kannst du sagen, ich hätte gerne ein Passkey. Und das ist im Moment auch noch so, dass das einfach ein zusätzliches Element ist. Also dieser Login-Authentifizierungsmechanismus, der ja mittlerweile ein Branchenstandard ist, den kann man parallel zum Passwort und zu diesem komischen Google über App bestätigen Login haben. Also muss die anderen nicht absägen dafür. Und das ist eine ganz nette Herangehensweise, um mal überhaupt ein Passkey auf einem wichtigen Account auszuprobieren. Und ich werde mich einfach die nächsten 10 Jahre, die das jetzt wahrscheinlich dauert, einfach immer noch freuen, wenn ein neuer Anbieter kommt und sagt, er macht jetzt Passkeys, weil das ist einfach, dieses kryptografische Element ist einfach so nett irgendwie und es macht das Einloggen halt auch so viel, bereitet mir so viel Spaß, da kein Passwort zu haben, das dann nicht verloren gehen kann, dass ich nicht vergessen kann, solche Späße. Es sind natürlich viele Fragen auch noch offen. Ich meine, diese 10 Jahre, ich habe das so flapsig gesagt gerade. Diese Zeit braucht es vielleicht auch noch, um halt gewisse Sachen einzuspielen. Also die ganze mehr Benutzer-Login-Nutzung ist unklar. Und es gibt ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, dass wenn du an einen fremden Rechner gehst, dann gibt es diese Bluetooth-Variante, das halt, oder diese Ich-bin-in-der-Nähe-Variante, nicht wahr? Dass du dich mit deinem Gerät in der Nähe dann authentifizierst und dann ist der Login dann auf diesem fremden Computer. Ich weiß nicht, wer fremde Computer benutzt, aber sagen wir mal, so weißt du, Internetcafé. Ich hätte nicht gedacht, dass ich in dieser Sendung Internetcafé sage, aber aber weißt du, die Realität schlägt mein Herz. Hier gerade angerufen. Ja, aber schlägt mein Haar zu. Ja. Also das braucht auch alles noch Zeit, aber Passkeys sind einfach geil und ich finde sehr schön, dass Google jetzt mit diesem durchaus sehr wichtigen Konto da jetzt mal dabei ist. Und in Android ist es drin, in iOS ist es drin und das geht jetzt alles. Willst du deine Passkeys lieber auf den Larifari unwichtigen Accounts oder willst du den auf dem super wichtigen Google-Account haben? Weil wenn da was schief geht, dann bist du wirklich raus. Wenn du jetzt deinen Netflix-Account mit Passkey verlierst, okay, who cares. Aber der Google-Account? Wie gesagt, die anderen Login-Methoden sind nicht abgeschafft. Was natürlich auch den Passkey so ein bisschen, Anführungszeichen, überflüssig macht, muss man auch sagen, nicht wahr? Weil ein Sinn ist ja, das Passwort nicht verlieren zu können oder dass es abgegriffen wird etc. Und wenn du natürlich deine anderen Login-Methoden noch weiterhin pflegst, dann hast du viele von den Benefits hast du einfach nicht beim Passkey, wenn du die nicht abdrehst. Aber das mal auszuprobieren einfach und dabei zu sein, ganz, ganz vorne in der Entwicklung, das ist schon ganz gut. Und One Password hat gerade angesagt, dass sie im Juni, Anfang Juni anscheinend mit einer ersten Beta, wie auch immer, dabei sein sollen, das zu unterstützen. Ich bin halt immer mein iCloud-Schlüsselbund-Benutzer und da geht es halt dann von Haus aus und hat auch extrem nett gleich funktioniert und es ist schön, diese Passkey-Login im Keychain zu sehen, wo dann aber kein Passwort dabei steht, sondern einfach steht einfach Passkey. Und Blick in die Zukunft so ein bisschen. Ich finde das sehr, sehr positiv. Ja, Google-Account ist mir wahrscheinlich zu heikel, irgendwie Angst, weil da fliegen auch Leute einfach so raus, ohne dass sie was falsch machen. Ja, und sind halt dann Account ja, gesperrt. Aber Google-Account, weißt du. Das hängt da schon dran. Aber Passkey, das, also ich meine, so fantastisch das alles ist von der Technik her und so sinnvoll dieser Schritt nach vorne ist, aber das gibt noch so ein Desaster, weil Leute werden ausflippen, ja, wenn natürlich. Sie merken, dass sie kein Passwort haben, auf das sie irgendwie zugreifen können und dann Klar. ist irgendwie ihr Smartphone weg und dann können sie ihre Passkeys nicht mehr
dann können sie sich nicht einloggen und es ist ein und Internetcafé, ja, dann ist, kommen genau diese Sachen. Das wird ein riesen Drama, wird ja. das geben, weil es einfach zu gut und simpel ist. Das ergibt überhaupt keinen Sinn für jemanden, der keinen Plan hat, wie das funktioniert. Das ergibt einfach überhaupt keinen Sinn, weil du machst einfach gar nichts. Du drückst einfach irgendwo und dann machst du irgendwie Face ID oder Touch ID oder was auch immer und dann bist du halt angemeldet. Mhm. Du hast gar nichts gemacht und Leute werden völlig ausflippen. Das ergibt vorne und hinten keinen Sinn und wird völlige Verwirrung stiften. Ja, aber deswegen spreche ich hier diese Hörer an. Weißt du, die sagen, das nutze ich schon seit 5 Jahren. Vor 5 Jahren, im Mai 2023, hat Bits und so drüber gesprochen. Weißt du, so, dann bist du da vorne dabei und zeigst, dass du hier. Ja, also die Reise ist einfach echt spannend, also weil Passwörter bestätigen halt jede Woche, dass sie großer Quatsch sind. Und das wird lange, lange brauchen, hat Leo sehr, sehr recht. Aber es hat jeder Anbieter ist da interessant, der da aufspringt jetzt mit. Und das Google mit den Gmail-Accounts oder der Google-Account dabei ist schon echt nett. Und ich bin mal gespannt, ob sie diesen ganzen Workflow, wie man den einrichtet, noch optimieren und so weiter. Aber der ist schon sehr verständlich, muss ich sagen. Also da auch das hat viel zu schnell geklappt. Irgendwie hat das 13 Sekunden oder so, hat das bei mir gedauert. Das ist ein bisschen zu schnell der Setup gewesen. Ja. Das war alles nicht ganz geheuer. Also das ist echt ein bisschen komisch. Ich finde es faszinierend, dass Apple halt selbst nicht drauf angesprungen ist bis jetzt. Ich meine, sie pushen ja Passkeys auf der einen Seite extrem und waren ja letztlich der erste große Player, der halt das in seine Systeme richtig integriert hat. Aber Apple für sich selbst, für die Apple ID halt, du die Option nicht hast, ist ja schon ein bisschen albern, ne? Also ich meine, Apple hat ja so ein komisches eigenes Ding da drum herum gestrickt, aber dass du halt wirklich ein Passkey einfach anlegen kannst. Das Login bei der Apple ID ist ja schon so ein bisschen wie ein Passkey-Login, ne? Weil du kriegst schon deinen kleinen, also wie am Mac hast du halt einen Fingerabdruck und kannst dich dann halt einfach mit Touch-ID einloggen, aber natürlich ist das Passwort immer noch dahinter und kein Passkey. Mhm. Mir hat ein Hörer eine Datei geshared über das iCloud Drive, hat aber diese Einladung für dieses File nicht an meine Apple ID geschickt, weil er die nicht kannte, sondern an eine andere E-Mail, die er richtig geraten hat. Mhm. Dann wollte iCloud, dass ich, wenn ich auf diesen Link zugreifen möchte, mich aber noch mit meiner echten Apple ID anmelde, dann eine E-Mail an meine falsche E-Mail bekomme, dann dort bestätige, dass ich mit dieser Apple ID dort reinkommen dürfen kann, und es hat nicht funktioniert. Also es ist so sicher, dass du einfach keine Dateien sharen kannst. Ja, top. Das ist doch das Ziel der Sache. Ja, und wenn du da noch ein Passkey oben drauf machst, dann ist alles vorbei. Also ich glaube, eins, wir gleiten da vom Thema ab, aber eins, das Problem ist so ein bisschen, wenn du eine Datei in iMessage am Mac reinziehst, dann ist die Standardauswahl Kollaboration. Und keiner will Kollaboration. Alle wollen PDF senden, nicht zusammenarbeiten. Weil was die Leute halt machen, oder was in dem Fall mein Dad macht, ich habe es schon mehr gesagt, der zieht halt die Datei rein, schickt die und löscht die dann halt irgendwie oder verschiebt die. Und dann klicke ich drauf und der andere Nutzer hat leider die Kollaboration abgebrochen. Und dann, nein. So. Nee, man musste deinem Vater das mit der Zusammenarbeit nochmal genau erklären. Ja, ich bin dabei. Bitte zusammenarbeiten. Nee, das ist auch so kaputt. Das kriegst du auch. Manchmal habe ich so mit Leuten zu tun, die in normalen Firmen arbeiten. Also jetzt nicht so IT, sondern die halt so in Firmen, die Sachen machen, arbeiten. Und das mit diesen Computern, das setzt sich da nicht so richtig durch. Das setzt sich sowieso nicht durch. Ja, also auch so diese ganze, ich schicke dir eine Datei oder das ist ein Link zu Dropbox oder Nextcloud oder iCloud oder irgendwas, das, wenn es nicht in der Datei anhängt, nee, Links anklicken dürfen wir eh nicht. Und dann klickt das niemand an und dann ist der Link abgelaufen und dann war es nur ein WeTransfer und dann geht das aber nicht. Und dann hat jemand einen Werbeblocker, dann lässt jeder WeTransfer das nicht runterladen und dann ist alles furchtbar. Nee,
Ist also einfach, nee, vielleicht sollten wir doch diesen Quatsch lassen und Fax, wieder. Fax, Leute. Fax, ja. Ja, aber wir gleiten komplett ab vom Thema, aber habe ich letzte Woche so Fonds-Action gemacht, ne? So zwei Fonds gekauft. Und die sind, das ist der gleiche Fonds, aber. Ja, ich wollte mich auch kurz erkundigen, ob wir jetzt im Börsenthema gelandet sind. Ja, wir oder sind bei Schriften. Nein, wir sind beim Börsenthema tatsächlich gelandet. Ah, okay. Nicht bei Schriften. Bei Geld. Okay, sehr gut. Und ich habe so zwei gleiche, aber auf unterschiedlichen Accounts, aber im gleichen Account habe ich gekauft. Und dann habe ich Überweisung angelegt darauf und dann ging das halt, also so eine Standard-Sparplan, whatever, auf den einen Account. Und dann dachte ich, okay, jetzt will ich einen Sparplan auf dem zweiten auch haben, wie mache ich denn das so? Na ja, gut, keine Option gefunden. Ne? Da rufe ich da an, sagt sie, ja, das geht natürlich nicht online. Da schreiben sie, machen sie Kaufvertrag. Hier ist unsere PDF-Vorlage. Und dann braucht man drei Zeiler. Da schreiben sie dazu ihr Problem. So, alles klar. Okay, wir sind verloren. Echt. Wir sind echt verloren. Ich auflegen und. Total nette Frau, aber so komplett. Also auch kein Verständnis für die Situation. So, also online. Also, du solltest doch tatsächlich in Fonts investieren. Lieber ein paar Schriften kaufen. Ja. So in 30ern. So, Kind, guck mal. Hier ist eine Helvetica-Lizenz für dich. Du hast. Ja, aber Basti hat schon in die richtige Richtung geschossen. Geht natürlich um Kinder. Wäre natürlich lustig, wenn einfach das Geld alles auf ein Kind geschoben hätte, aber nicht auf das zweite, weil das online damals nicht ging. Deswegen haben wir noch eins, weil das online alles nicht geht. Wir müssen sich das teilen. Ich habe, wenn wir schon abschweifen, ich habe neulich, kam die Meldung von Apple Card, Apple Cash in USA, 4% Zinsen. Hm. Da habe ich meine Konten angeschaut, wo kriege ich denn 4% Zinsen hier? Nirgendwo. Was kriege ich? 0% Zinsen. Ja, ja, ja. Außer auf dem einen Konto, da kriege ich ein bisschen mehr Zinsen. Ich schiebe einfach ein bisschen Geld von diesem einen Konto mit 0% Zinsen auf das andere Konto mit ein bisschen mehr Zinsen. Also Überweisung, ja, Limit überschritten, ja, schade. Wie kann ich mein Limit hochstellen? Naja, du musst hier diesen anderen Antrag mit dieser anderen App und diese Bank hat diese TAN-App aber ausgelockt. Musste ich einloggen mit der App von der TAN, von der Bank. Ging nicht. Effekt war, Limit für den Tag war ausgeschöpft, obwohl ich es nicht geschafft habe, das zu überweisen. Und ich habe mich aus dieser TAN-App ausgelockt. Das heißt, ich habe weder das Geld überweisen können, noch an dem Tag irgendwas anderes tun. Aber vielleicht schließt sich hier das. Vielleicht schließt sich hier der Kreis. Wäre das mit Passkeys passiert? Ja. Auf jeden Fall. Ja. Nicht sicher. Gut. Ja, gut. Wo waren wir? Passkeys? Ja, ja. Okay. Kann man mal ausprobieren jetzt mit wichtigen Accounts. Ja.